Genau, weiter geht's heute mit Drive Club und ich habe euch ja schon angekündigt, dass wir heute drei Rennen haben. Anfang macht der Mini Grand Prix, dann geht's mit Mercedes Hot Lap und dann geht's mit der Norwegian Open weiter und zum Abschluss dann die Rookie Trophy und dann haben wir das Thema schon mal erledigt hier. Gut, auf geht's. Platzierung Top 3, Schlage des Kurvenfahrduell von 900 und Geschwindigkeit von mindestens 169 km/h. Na dann, auf geht's. Bestätigen. So. Dann starten wir das ganze Ding. So, es gibt immer noch Serverprobleme, warum auch immer, aber es ist jetzt egal. Das wird uns wahrscheinlich gerade nicht einfach gemacht. Wahrscheinlich wollen wir uns jetzt nicht vorbeilassen. Ja, das Grundfahrt wird immer noch nicht ganz erwischt. So, jetzt arbeiten wir uns wieder ein bisschen nach vorne. So, wir sind vorbei. Zwei Runden sind insgesamt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, wenn wir das, wenn wir da vorne sind, ist vielleicht ein bisschen aufgebaut. So, die 169 km/h haben wir erreicht. Jetzt haben wir 174 drauf und jetzt geht es in Richtung, fast in Richtung Ziel. Okay, gut. Okay. Ich komme jetzt gerade noch nicht ran. Jetzt. Jetzt haben wir sie. So, die Top 3-Platzierung haben wir ja. Gut, die hatten wir ja schon vorher. So, noch die Kurvenfahrduelle haben wir aber erreicht. Jetzt fehltest du noch das Ding ja auch dann wieder auf 3 zu bringen. Und dann hätten wir die Aufgabe auch geschafft. Immer noch eine knappe Sekunde, also nah dran, die Konkurrenz an uns. So, damit haben wir die Top 3 Platzierung. Fertig. Aufgabe erfüllt. So. Stufe Fahrer Stufe 2 und Ruhm für Mini. Für den Mini Stufe 3. Oh, ein Mercedes CLA 45 AMG. So, weiter geht's. So, weiter geht's heute mit der Mercedes Hot Lap.
Jetzt. So, 1,31 sollen wir schlagen oder 1,36 bzw. 1,40. Also wieder ein kleines Zeitfahren. Die haben beide genauso viel PS. Aber ich glaube, dass der Kleine hier ein bisschen besser zu fahren ist. Auf geht's. Let's go. Schon wieder besser aus der Kurve rausgekommen. Ja, wir schaffen jetzt an 30, weiß ich noch nicht. Auch hier kommen wir wieder besser aus der Kurve raus. Wir sind jetzt auf einmal vorne. So hätten wir ja jetzt 31 statt jetzt. Wäre schon das Ziel und damit hätten wir die Aufgabe sogar schon geschafft. Weil wir die Pisse haben. Wir haben sie nämlich. Bam, Junge. Gold. So, Veranstaltung abgeschlossen. Brauchen wir nicht nochmal neu versuchen, sonst hätte ich nochmal eine neue Runde angesetzt. Aber die brauchen wir nicht nochmal. Sehr geil. Cool. Auf Anhieb auf Gold. Passt. So. So, weiter geht's mit der nächsten, mit dem letzten Event, was heute auf jeden Fall noch anstehen wird. Und die heißt Norwegian Open. Schlager ist Drift Duell von 650. Jetzt 40 oder weniger. Ist wieder eine. Ist ein Rennen, okay. Naja, schauen wir mal. Let's go mit dem Audi. So. Und dann geht's los in die letzte, wie gesagt, letzte Veranstaltung für heute. Ja, sind gerade schon von einem wieder überholt worden. Damals zurückgeholt und direkt der nächste, der ja mit dem Windschatten vom Vordermann, jetzt sind wir momentan vom vierten, jetzt sind wir fünfter gerade noch, und wir sollen die Sonne noch freikommen, das ist ja wahrscheinlich das regelmäßige Ziel. Boah, ist ja voll gelohnt, das dürfte. Duell, wenn wir nicht holen. Muss ich in diese Runde. Einmal vorbei an dem Auto da.
Ah, der Golf, der sieht gut momentan. Der hat auch den Windschatten im Vordermann nochmal um die Türen, ne? Wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt aber auch gerade nicht in die Situation, dass ich jetzt mal angreifen kann. Jetzt vielleicht. Ja, momentan ist es enge. Ich komme nicht vorbei, ne? Nicht vorbei, keine Chance. Ich komme nicht in die Position, wo ich sagen kann, ich kann hier voll angreifen. Boah, Alter. Der kriegt das Duell nicht. Weil ich jedes Mal, wenn ich versuche reinzugehen in den Lift, dann direkt einen mitbekomme. Jetzt habe ich die Position. Jetzt ist er den kleinen Fehler drin gehabt, dass er da noch rausrutscht. Oh, Glück gehabt. Mal vorbei, da kommst du nämlich ins Rutschen. Ne, und das wird leider der zweite Platz nur. Ich habe keine Chance gehabt, an dem Golf heranzukommen. Keine Chance da vorbei, da ranzugehen in die Position. Scheiße, Mann. Selbst die Rundzeit habe ich nicht hingekriegt. Einen Stern habe ich nur hingekriegt. Von dreien. Ja, schade. Das war wohl ein. Mal ein guter Schlag, der nicht so gesessen hat. Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit der Rookie Trophy.